Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein ehemaliger Bundeskanzler wegen Falschaussage schuldig gesprochen wird. Mehr als 30 Jahre nach Fritz Sinowatz wurde Sebastian Kurz am Freitag in erster Instanz wegen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss zu 8 Monaten bedingt verurteilt. Ein Urteil mit Folgen. Laufen doch andere Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Parteichef, in denen unter anderem auch die ÖVP selbst als Beschuldigte geführt wird. Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen und wie sind die vielen Auftritte von Sebastian Kurz, wie zum Beispiel gestern in der ZIB 2, zu beurteilen, der gegen das Urteil ja berufen hat? Bevor wir darüber live hier im Studio diskutieren, berichten Stefan Daubauer, Martin Pusch und Alexander Sattmann, was sich seit der Urteilsverkündung abspielt. Vielen Dank. Freitag vergangene Woche, kurz vor 22 Uhr, das vorläufige Ende eines langen Prozesses. Der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz, schuldig auf Bewährung, 8 Monate bedingt, nicht rechtskräftig. Der ehemalige Shootingstar der ÖVP fühlt sich zu Unrecht verurteilt. Die Prozessbeobachter sehen das großteils anders. Ich glaube, das war ein sehr strukturiertes Verfahren unter einer sehr souveränen Leitung des Richters Michael Radastitsch hier mit einer durchaus strukturierten und gut verständlichen Urteilsbegründung am Ende des Tages. Jetzt kann man in der Instanz natürlich trefflich über rechtliche Einschätzungen oder semantische Auslegungen von Aussagen dann wahrscheinlich noch streiten. Das werden die Anwälte von Sebastian Kurz sicher tun. Aber im Endeffekt war das, was jetzt hier am Ende stand, für Beobachter im Saal, glaube ich, durchaus nachvollziehbar. Ich glaube, es ist ein veritabler Dämpfer für das Saubermann-Image von Sebastian Kurz. Es ist schwierig mit diesem Vorerst, auch wenn es natürlich nicht rechtskräftig ist, vorerst mit diesem Urteil positiv zu sein. Er versucht es weiterhin natürlich, aber auch er weiß, für sein Image tut auch ein vorläufiger Schuldspruch nichts Gutes. Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Und noch am Abend der Urteilsverkündung. Noch am Wiener Straflandesgericht startet Kurz die mediale Offensive zur Rettung seines angeschlagenen Images. Es folgen viele Interviews in der Kronenzeitung, in der Kleinen Zeitung, bei Ö24, Puls 24. Gestern Abend ist er dann Gast in der Zeit im Bild 2 bei Armin Wolf. Ich habe kein Verfahren bisher in Österreich erlebt, wo mit derartigem Aufwand versucht wird, wegen semantischer Fragen und der Frage von der richtigen Wortwahl jemanden eine 8-monatige Freiheitsstrafe angedeihen zu lassen. Gut, dass es beim Verfahren um falsche Zeugenaussagen, um semantische Fragen geht, ist relativ logisch. Aber wir hatten das jetzt schon ausführlich. Herr Kurz, vielen Dank für den Besuch. Es geht um die Wortwahl, aber ich glaube sozusagen, es geht oft nicht um Schattierungen und Zwischentöne. Für Heidi Glück, PR-Beraterin und ehemalige Pressesprecherin von Wolfgang Schüssel, kommt die Medienoffensive von Kurz nicht überraschend. Menschlich ist es nachvollziehbar, dass Sebastian Kurz jetzt versucht, sozusagen sein von ihm aus gesehen ungerechtes Urteil irgendwie zu erklären, auch im Sinne einer Imagewahrung, weil er natürlich auch selber weiß, dass er sein bester Kommunikator ist. Er ist einfach ein Medienmensch und einer, der gern öffentlich kommuniziert, der vielleicht auch an seiner Bedeutung weiterhin arbeiten möchte. Wolfgang Rosam hat Kurz früher beraten und zählt noch immer zu seinen engen Vertrauten. Er sieht eine falsche Verteidigungsstrategie von Kurz. Den Prozess hätte er sich mit einem Schuldeingeständnis ersparen sollen. Ich glaube, bei Sebastian Kurz ist es ein bisschen dieses Perfektsein-Wollen, dieses ich mache keine Fehler. Wenn man sagt, ich hätte das besser sagen können, natürlich war es so, dass ich involviert war und natürlich war ich informiert, ist ja schließlich meine Aufgabe, dann wäre die Sache anders ausgegangen. Da bin ich fest davon überzeugt. Also die Strategie war von Anfang an falsch gewählt, sozusagen sich als Opfer darzustellen und jetzt das womöglich als ein Justizirrtum darzustellen. Also das halte ich für völlig überflüssig. Für den Richter steht fest, Sebastian Kurz und sein damaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli haben vor dem IBZU-Ausschuss nicht die Wahrheit gesagt. Bei der Besetzung der Aufsichtsräte der verstaatlichten Holding haben sie ihre Rolle heruntergespielt. Bei weiteren 5 Anklagepunkten reicht es nicht für eine Verurteilung, auch weil die Abgeordneten im U-Ausschuss nicht präzise genug gefragt haben. Die Staatsanwaltschaft akzeptiert das Urteil, die Verurteilten und ihre Verteidiger nicht.
man kann nie zufrieden sein, auch wenn nur ein Krümel überbleibt. Das ist völlig klar und darum haben wir auch Berufung angemeldet und sind zuversichtlich, hier unsere Argumente an das Oberlandesgericht Wien tragen zu können. Aber man muss schon sehr klar sagen und sehr klar darstellen, dass in 7 verschiedenen Themen Vorwürfe erhoben wurden und lediglich 2 davon übergeblieben sind. Aber 8 Monate auf 3 Jahre bedingt ist doch kein Krümel, oder? Der Krümel sind die Dinge, die überbleiben können und darum arbeiten wir auch an der Berufung. Vom Richter bestätigt, Thomas Schmidt hat zumindest in dieser Causa die Wahrheit gesagt. Schmidt will ja Kronzeuge werden, für ihn deshalb ein wichtiger Etappensieg. Für Kurz und Co. geht es, so der Falterchef, dabei um mehr. Es stehen ja weitere mögliche Verfahren an. Man muss diesen Prozess immer sehen im Hinblick auf das Verfahren, das in der Inseratenaffäre passieren wird. Dort wird Kurz schwer belastet von Thomas Schmidt, dass er Steuergeld verwendet hat für seine eigene PR in den Zeitungen und dass Medienmanager ihn bestochen haben mit positiver Berichterstattung. Und das sagt Thomas Schmidt aus und das sagt sozusagen in einem anderen Faktum auch die Sabine Beinschab sinngemäß aus. Und daher muss es sein Ziel sein, diesen Kronzeugen zu diskreditieren, ihn anzugreifen, ihn in der Öffentlichkeit schlecht zu machen. Und ich glaube, dass man diesen Prozess, der ja eigentlich um nicht viel geht, immer im Hinblick sehen muss auf den großen Korruptionsprozess der Inseratenkorruption. Nun, der Richter hat gesagt auch, dass man das natürlich von Thema zu Thema betrachten muss. Und das hat er getan. Und daraus einen generellen Schluss zu ziehen, dass alles, was Thomas Schmidt sagt, wahr ist und glaubwürdig ist, das, glaube ich, wäre höchst übertrieben. Demonstrativ zurückhaltend reagiert die ÖVP-Spitze auf das Urteil. Interviews gibt es keine. Und wenn der ÖVP-Chef, wie gestern bei der Präsentation der EU-Kandidaten, nicht auskommt, bleibt die Reaktion aufs notwendige Minimum beschränkt. Von mir ganz klar gesagt, Gerichtsentscheidungen sind zur Kenntnis zu nehmen. Es ist jetzt ein Verfahren, das weiter im Instanzenzug ist. Es ist ja noch kein rechtskräftiges Urteil und daher gilt es, diesen Prozess weiterhin abzuwarten. Wenn Karl Nehammer das jetzt geschickt macht, dann schadet ihm das gar nicht. Ich glaube, er sollte es durchaus auch zur Gelegenheit nehmen, zu sagen, die Kurz-Ära, die war, das ist vorbei. Die ÖVP, die heute zur Wahl steht, im September, am 29., hat nichts mehr mit der Kurz-Ära zu tun. Das ist eine andere ÖVP, das ist die ÖVP, geführt von Karl Nehammer. Es gibt sicher noch große Loyalitäten gegenüber Sebastian Kurz, vor allem bei denen, die er geholt hat und denen er auch eine politische Karriere ermöglicht hat. Das sind sicher auch diejenigen, die wahrscheinlich seine Bewertung des Urteils teilen, dass es ungerecht ist und die sicher hoffen, dass es in der zweiten Instanz aufgehoben wird. Und vielleicht auch mit der leisen Hoffnung verbunden, dass vielleicht irgendwann einmal doch noch eine nächste politische Karriere irgendwie in Aussicht ist. Hier hatte das jetzige Urteil seinen Ursprung, Juni 2021. Sebastian Kurz vor dem Ibiza-U-Ausschuss. Heute sagt Kurz dazu, er hätte sich damals wohl besser vorbereiten müssen. Auswirkungen auf künftige Ausschüsse erwartet nicht nur er. Ich glaube, dass sich Auskunftspersonen öfter entschlagen werden. Dass Auskunftspersonen öfter sagen werden, ich möchte dazu nicht sagen, ich könnte mich belasten. Ich glaube aber auch, dass es letztlich ein Signal der Justiz war, dass diese Urschüsse eben kein Kasperltheater sind und keine Löwinger Bühne, sondern ein verfassungsrechtliches Kontrollrecht. Es ist ein politisches Tribunal. Die Politik will von der Exekutive oder die Legislative will von der Exekutive wissen, wie sie gehandelt hat. Und wir haben ein Recht darauf. Ja, und welche Schlüsse ziehen unsere heutigen Live-Gäste aus diesem Urteil? Darüber diskutieren wir hier jetzt im Studio live bei mir mit der ehemaligen SPÖ-Justizministerin Maria Berger. Guten Abend. Schönen guten Abend. In ihrer Amtszeit wurde ja die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegründet und sie war noch 10 Jahre lang Höchstrichterin am EuGH, am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und auch ebenso bei uns, danke fürs Kommen, Gerhard Jarosch, Präsident der Staatsanwaltschaft, früherer muss man sagen, selbst Staatsanwalt und nunmehr sind Sie PR-Berater. Ja. Und Herr Jarosch, ich würde gleich bei Ihnen und dieser Tätigkeit gern bleiben und vorab klären, haben Sie Litigation PR betreiben? Sie heißt übersetzt nichts anderes wie Öffentlichkeitsarbeit während Gerichtsverfahren. Haben Sie ein Mandat für Beratungen in der Causa Kurz oder in irgendeinem anderen Ermittlungsverfahren im großen Ibiza?
Nein, ich habe kein Mandat, sonst wäre ich heute nicht hier. Okay, also nicht befangen, nein, haben wir das nein, geklärt. Bleiben wir aber bei der Öffentlichkeitsarbeit. Gerne. Massiv betrieben wird die nicht nur während des Prozesses von Sebastian Kurz selbst, sondern auch nach der Urteilsverkündung. Mhm. Zuletzt gestern ein ganzer Interviewreigen in der ZIB2 samt Wettaufforderungen an Armin Wolf. Aus Ihrer Sicht als BR-Berater, ist das zielführend, beziehungsweise was wird damit bezweckt, zumal ja dieses Urteil gegen das berufen wird, in zweiter Instanz noch einmal vom Oberlandesgericht Wien geprüft werden wird? Die Frage ist zunächst einmal, was überhaupt das Ziel dieser PR-Handlungen ist. Also das Gericht kann es nicht sein, weil das kann man so nicht beeinflussen. Das ist ein Gruselmärchen, das man immer wieder erzählt, die Litigation-PR könne Gerichtsurteile irgendwie beeinflussen, vielleicht gerade noch der Strafhöhe nach. Da gibt es Untersuchungen dazu. Sie aber meinen ganz die sicher, öffentliche Meinung? Die öffentliche Meinung, und da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Mit wem spricht Sebastian Kurz? Mit potenziellen Wählern, weil er wieder in die Politik zurück will. Oder spricht er als Geschäftsmann, der er ja ist seit seinem Rückzug aus der Politik, mit Geschäftspartnern und anderen dergleichen? Was glauben Sie? Das kann ich nicht beurteilen, das muss man ihn selbst fragen. Jetzt geht es darum, Frau Dr. Berger, Sie waren ja Justizministerin, kennen das System von Ihnen und die ganzen Abläufe. Und es ist etwas Bemerkenswertes passiert, steht morgen ganz groß im Kurier, dass nämlich der Richter, der dieses Urteil am Freitag gesprochen hat, im Mai 23, also im Vorjahr, disziplinarrechtlich verurteilt wurde, weil er eine Pflichtverletzung begangen hatte. Und zwar, er soll vor allem im Eurofighter-Untersuchungs- bzw. Ermittlungsverfahren aus dem Akt an Peter Pilz, dem ehemaligen Politiker, Informationen weitergegeben haben. Und dafür wurde er auch disziplinarrechtlich wegen Geheimnisverrat, so heißt es, verurteilt. Von der Optik her ist das bemerkenswert, weil am Freitag war der Urteilsspruch. Öffentlich wird diese Verurteilung, diese disziplinarrechtliche, erst gestern, quasi heute, im Rechtsinformationssystem. Wie bewerten Sie das von der Optik her? Also die Optik ist sicher keine günstige. Ich weiß aber, dass diese Veröffentlichungen im RIS oft sehr lange brauchen. Und ich weiß auch nicht wirklich, was daraus zu gewinnen ist, weil beide Fälle miteinander nichts zu tun haben und sollte die Verteidigung von Herrn Kurz und Herrn Bonelli glauben, sie können etwas aus diesem Umstand gewinnen, dann werden sie es in ihre Berufung schreiben und die zweite Instanz wird das überprüfen. Ich gebe die Frage gleich weiter. Herr Jarosch, Sie waren ja selber Staatsanwalt. Wir reden da von der Tätigkeit des Richters, der vormals Staatsanwalt war. Sie haben selber gesagt, es hat ja ein Verfahren sogar gegeben, das eingestellt wurde wegen Amtsmissbrauch. Sie waren Zeuge darin. Was heißt das aber für eben die Berufung, zumal die Verteidiger von Sebastian Kurz am ersten Prozesstag einen Befangenheitsantrag genau zu dieser Frage gestellt haben? Also kurzum, der Richter sei befangen. Ja, das hat das OLG zu prüfen. Es gibt eben eine volle Berufung der Verteidigung, sowohl für Kurz als auch für Bonelli. Und das ist ein Grund, der da vorgebracht werden wird. Der Richter war eigentlich ausgeschlossen, er hätte das gar nicht führen dürfen. Und das muss dann das Oberlandesgericht prüfen, ob das so ist oder nicht so ist. Und das hat natürlich auch mit dem Konnex zu tun, diese disziplinarrechtliche Verurteilung, die normalerweise in der Öffentlichkeit ja gar nicht bekannt wird, nur so nebenbei, hat das irgendeine Relevanz für die Unbefangenheit, für die Objektivität und auch für den äußeren Anschein dieser Unbefangenheit des Richters im Verfahren? Wir verhandeln das hier nicht, aber mich würde Ihre Meinung schon interessieren als ehemaliger Staatsanwalt und auch ehemalige Justizministerin und Richterin. Ist das ein Befangenheitsgrund? Ich würde mir ganz gerne die Begründung anschauen, die dann in der Berufung drinnen steht. Das muss man schon sehr geschickt machen, dass man da irgendwie draufbeißen kann. Also ich sehe das auch nicht als sehr vielversprechend an. Frau Dr. Berger, Sie waren ja, wie gesagt, Höchstrichterin, zwar am EuGH, aber aus Ihrer Erfahrung als Richterin, hat Sie der Urteilsspruch am Freitag überrascht oder haben Sie das eigentlich erwartet? Ich war doch einigermaßen überrascht, muss ich sagen, weil ich habe nur die Spekulationen verfolgt von ausgewiesenen Strafrechtlern und die haben doch viele ein anderes Urteil erwartet. Aber das, was der Richter dann in seiner mündlichen Begründung gesagt hat, war sehr, sehr gut nachzuvollziehen und sehr, sehr überzeugend. Und jetzt warten wir auf die schriftliche Auswertung des Urteils. Ich denke, das wird sehr ausführlich und in dem Sinn noch einmal überzeugender sein. Herr Jarosch, Ihr Partner, wir haben Sie im Beitrag gehört, Herr Rosam im PR-Unternehmen, ja, der eigentlich bis dato ein
sagen wir mal so, ein Verteidiger von Sebastian Kurz war, sagt, dass man einen Riesenfehler, den Schuldspruch hätte er sich sparen können, indem er einfach zugibt, man hat nicht vollumfänglich die Wahrheit vor dem Untersuchungsausschuss gesagt. Wie bewerten Sie diese Verteidigungsstrategie? Ja, war da im Nachhinein ein Fehler? Ich sehe das ganz ähnlich wie Wolfgang Rosam. Das war eben die Entscheidung, sage ich im Untersuchungsausschuss, ich war Bundeskanzler, zu dem Zeitpunkt war es ja auch noch, ich bin Bundeskanzler, mich gehen solche Dinge an, es geht um das Familiensilber der Republik, natürlich mich ein und habe das auch getan. Oder ich will ja nichts mit Postenschacher zu tun haben und daher sage ich, ich habe da ein bisschen Informationen bekommen, aber ich habe mich nicht weiter eingemischt. Diese Entscheidung musste Sebastian Kurz treffen und er hat sich eben für die zweite Linie entschieden. Das hat dann in weiterer Folge zur Anklage und jetzt damit zur nicht rechtskräftigen Verurteilung geführt. Jetzt wird Sebastian Kurz ja nicht müde, während des Prozesses, aber auch im Nachhinein nach der Urteilsverkündung in diversen Interviews auftreten, eigentlich immer wieder ein und dasselbe zu erzählen. Er sei quasi ein Opfer der Opposition im Untersuchungsausschuss und auch der WKStA und des Richters, es sei ein durchaus politisch motiviertes Zitat-Urteil. Ist das zulässig aus Ihrer Sicht? Also was könnten oder was wären denn dann die Motive der WKStA und des Richters? Also muss man mehrere Dinge unterscheiden. Aus Sicht von Sebastian Kurz ist es natürlich zulässig. Als Angeklagter kann er sagen, was er möchte, solange es gewisse rechtliche Grenzen nicht überschreitet, wie Verleumdung oder Ähnliches mehr. Aus Sicht der WKStA wird das, also wenn die irgendwas in dieser Richtung getan hätte, ich nehme wohl an, dass auch das in der Berufung thematisiert werden würde. Und dann schauen wir uns auch hier an, wie das Oberland das Gericht dazu stehen wird und darüber urteilen wird. Gut. Jetzt muss ich mal dazu sagen, so eine Anklage, die geht ja dann ihre Instanzen durch das Ministerium bis hin zum Weisungsrat und wieder zurück. Da entscheiden ja nicht nur die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte darüber. Diese Sondereinheit, die WKStA, haben Sie während Ihrer Amtszeit gegründet, Frau Dr. Berger. Und Sie haben gesagt, schon damals hatte die ÖVP keine Freude damit. Warum? Was haben Sie damit gemeint? Es gab damals große Widerstände. Erstens gegen eine Verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts und eine Verschärfung der Korruptionstatbestände und auch gegen die Einrichtung dieser Spezialstaatsanwaltschaft. Das ist aber dann doch durchgegangen, weil es in der Öffentlichkeit hätte sich nicht so gut gemacht, da dagegen zu sein. Was aber damals nicht gelungen ist und was sich aber jetzt als doch sehr gut herausgestellt hat, ist die Einführung der Grundzeugenregelung. Jetzt hat das ja noch in dem Verfahren keine Rolle gespielt, wird aber in den nächsten Verfahren eine Rolle spielen. Das ist erst dann später eingeführt worden. Und dieser Grundzeuge wurde damals noch nicht mit beschlossen und mitgetragen. Was Ihnen nach eigenen Worten nicht gelungen ist, ist diese Sondereinheit der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte weisungsfrei zu stellen. Die sind in der Weisungskette unterworfen, an deren Spitze bekanntlich ein Politiker, eine Politikerin, also in diesem Fall ist es Alma Sadic, steht. Wenn diese Weisungskette nicht durchgängig wäre, kurzum, die WKStA wäre weisungsfrei, würden dann Unterstellungen automatisch ins Leere laufen? Es ist nicht darum gegangen, sie weisungsfrei zu stellen, sondern die Weisungsspitze sollte nicht die gleiche Person sein wie die Justizministerin, sondern es geht darum, eine unabhängige Weisungsspitze in Form einer Bundesstaatsanwaltschaft einzurichten. Und das wäre jetzt wirklich höchst an der Zeit, das endlich zu verwirklichen. Und ist komplett im luftleeren Raum sollte keine Behörde arbeiten. Und es muss auch eine Anbindung letztendlich auch ans Parlament gegeben sein. Da sind sich ja ÖVP und Grüne einig, dass es eine unabhängige Spitze geben soll. Wie die aussehen soll, da gehen die Meinungen wieder auseinander. Herr Rosch, würden Unterstellungen, dass nämlich die Justiz vor allem diese Sondereinheit in sehr sensiblen Fällen, unter Anführungszeichen politisch motiviert agiere, würden die ins Leere laufen? Das hat damit wenig zu tun, das würde genauso passieren. Das würde immer kommen, wenn man einfach die einzelnen Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte als politisch motiviert anpatzen könnte. Aber man würde ein Argument einfach ausräumen, dass an der Spitze jemand steht, der an eine Partei oder die an eine Partei gebunden ist und möglicherweise Parteiinteressen vertritt. Statt dass man dort eine Persönlichkeit hat, die auch aus der Justiz kommt, selbst geprüfte Richterin oder Richter ist und dann über eine möglichst lange Zeit die Weisungsspitze ausübt. Und wenn es ein Dreier-Senat wäre, wäre der Vorwurf
noch weniger gerechtfertigt, dass hier politisch argumentiert wird. Darüber kann man reichlich streiten. Auch Sie, also da sind Sie sich nicht einer Meinung. Ich komme nochmal zur Kronzeugenregelung zurück. Thomas Schmidt beansprucht die für sich und jetzt ist es ja tatsächlich so in diesem Verfahren, den zwei russischen Zeugen und auch einem vorigen Gesprächsmitschnitt wurde nicht Glauben geschenkt. Der Richter hat Thomas Schmidt Glaubwürdigkeit attestiert. Ist das somit eine Weichenstellung, denn Sebastian Kurz, gegen ihn laufen noch ganz andere Ermittlungsverfahren, die sogenannte Inseraten-Affäre, in der es um Bestechlichkeit geht, auch um Untreue. Und auch die ÖVP ist unter anderem in Verfahren beschuldigt. Ist das eine Weichenstellung und müssen die Beschuldigten somit noch größere Furcht haben eigentlich? Es ist sicher eine gewisse Weichenstellung, dass der Richter das so jetzt gesehen hat. Aber es wird dann die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie diesen Status zubilligt und in der Folge kann ein Richter natürlich die Glaubwürdigkeit wieder so oder anders beurteilen. Mhm. Dann lassen Sie uns noch einen politischen Schluss ziehen aus diesem erstinstanzlichen Urteil, muss man dazu sagen, Herr Jarosch. Sie haben nämlich in einem Kommentar im Herbst zu Prozessauftakt gesagt, Sie verstehen nicht wirklich, auch als ehemaliger Staatsanwalt, warum Untersuchungsausschüsse der Wahrheitspflicht unterliegen, wie es eben vor Gericht der Fall ist. Also da sollte es eine Unterscheidung geben. Stellt sich die Frage nach dem Urteil, der Richter hat es betont, warum es selbst für einen Bundeskanzler so wichtig ist, wozu braucht es dann Ausschüsse, wenn jeder sagen kann, was er will? Der Richter hat auch festgehalten, so in einem Nebensatz, dass der Unterschied zwischen einem Gerichtsverfahren und einem Untersuchungsausschuss sehr wohl vorliegt. Allerdings steht so nicht im Gesetz. Da wird das vollkommen gleichgestellt. Aber in einem Gerichtsverfahren gibt es einen objektiven, unabhängigen Richter, dem die Sache an sich wurscht sein könnte und sollte. Das ist die Aufgabe eines Gerichts. In einem Untersuchungsausschuss gibt es einen politischen Gegner, der versucht, Punkte zu machen in diesem U-Ausschuss, indem er auch den gerade zu befragenden Bundeskanzler, Minister, was auch immer, anpatzt dabei. Das sind schon zwei Paar Schuhe und deswegen bin ich der Meinung, dass man das nicht gleich behandeln sollte. Ich meine deswegen aber nicht, dass die Wahrheitspflicht abgeschafft wird, nur dass die Konsequenz der gleichen, genau strafrechtlichen Beurteilung für mich zu weit geht. Also nicht strafrechtlich geahndet werden soll, sondern wenn politisch. Jemand nicht, sondern politisch. Teilen Sie diese Meinung, Frau Dr. Berger? Nein, ich finde es gut, dass es hier auch eine strafrechtliche Sanktion gibt, weil nur die wird ernst genommen, politische Sanktionen, das kennen wir schon. Und Untersuchungsausschüsse sind doch das schärfste Instrument, das dem Souverän, dem Vertreter des Souveräns, dem Parlament zur Verfügung steht. Und hier mehr Respekt zu zeigen, sich gut vorzubereiten und nicht nachher sich zu entschuldigen und sagen, war schlecht vorbereitet. Und diesen Respekt auch dadurch zu zeigen, dass man wirklich die Wahrheit sagt, sollte in einer parlamentarischen Demokratie schon geboten sein. Es besteht aber dennoch die Befürchtung nach diesem Urteil, auch mit Blick auf die kommenden Untersuchungsausschüsse in den nächsten Wochen, dass jetzt viele Auskunftspersonen aus Furcht vor dieser vor dem Straftatbestand sagen werden, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich entschlage mich meiner Aussage. Besteht die Gefahr? Erstens kann man das nicht so leicht sich einfach entschlagen oder einfach sagen, sich nicht zu erinnern. Es hat angeblich schon ein Verfahren gegeben gegen einen Oberstaatsanwalt, dass er bei der Aussage, ich kann mich nicht erinnern, gelogen hätte. Also auch das kann überprüft werden. Und ich denke vor allem, wenn die Öffentlichkeit Zugang bekommt und die Untersuchungsausschüsse öffentlich werden, dann wird man sich auch hüten, dort dauernd zu sagen, ich kann mich nicht erinnern, als junger, aktiver Politiker dauernd zu sagen, ich kann mich nicht erinnern an das, was vor 2-3 Jahren gewesen wäre oder sich so oft zu entschlagen, das macht auch kein gutes Bild. Da liefern Sie mir mein letztes Stichwort, das ist die Öffentlichkeit. Wir reden von Fernsehübertragungen, da gibt es zumindest ein Commitment aller Parteien, auch wenn es noch nicht jetzt der Fall sein soll, Untersuchungsausschüsse künftig im Fernsehen zu übertragen. Wäre das die Lösung? Ich glaube, dass das für sehr viele eine Lösung wäre, vor allem auch allgemein für die Stimmung im Untersuchungsausschuss. Alle würden zeigen, was sie dort tun. Man bräuchte auch nicht mehr diese Pressekonferenzen, diese spontan entstandenen nach den Befragungen, wo dann wieder ein bisschen gefiltert wird, sondern jede Wählerin, jeder Wähler kann sich selbst ein Bild machen, was passiert dort. Und ist das wirklich eine Erforschung der Wahrheit, eine scharfe Waffe der Demokratie? Oder ist das, so wie es eben vorher auch in einem Beitrag bezeichnet wurde, eine Löwinger Bühne? Ja, also die Öffentlichkeit würde auch dazu beitragen, dass man sieht, dass es so schrecklich dort nicht zugeht. Vielleicht benehmen sich auch die handelnden Personen besser. Aber ich habe selbst zweimal vor einen Untersuchungsausschuss müssen. Und so schrecklich, wie das manchmal jetzt dargestellt wird, ist es nicht.
Okay, dann überzeugen wir uns das nächste Mal hoffentlich selber im Fernsehen, wie das tatsächlich ist. Ich sage danke fürs Kommen ins Studio. Danke.